Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Und das ist der Prolog zu einem ganz wunderbaren Abend, kann ich schon mal sagen. Denn wir haben drei Veranstaltungen, die wirklich sehr besonders sind. Wir haben nachher ein Gespräch über die Carte Blanche, die in diesem Monat hier geschehen wird. Alexandra Maria Lara hat 10 Filme ausgewählt aus der gesamten Filmgeschichte, die sie uns hier präsentiert, die sie besonders geprägt und beeinflusst haben und dann noch und der Zukunft zugewandt, ihr Wunschfilm. Aber jetzt geht's erstmal los mit einem Film, den sie eben auch ausgewählt hat, der für uns etwas doppelt Besonderes ist, denn dieser Film ist in Deutschland noch nicht aufgeführt worden. Happy New Year, Colin Burstead heißt er, und es ist so, dass nicht nur sie da ist, sondern sie hat auch noch den weiteren Darsteller mitgebracht, mit dem sie netterweise auch öfter mal zusammenarbeitet. Darüber werden wir gleich sprechen. Bitte einen großen Applaus, Alexandra Maria Lara und Sam Riley in Frankfurt. Willkommen bei uns. Den Applaus halten wir durch, bis sie vorne sind. Bitte schön, eure Mikros. Hallo. Ja. Toll, dass ihr da seid. Ich habe schon gehört, das erste Mal in Frankfurt, so richtig, ja, oder? Ja, so richtig, ja. Und jetzt Happy New Year, Colin Burstead ist der Auftakt. Du hast ihn ausgewählt für die Carte Blanche. Es ist ein besonderer Film mit Ben Wheatley als Regisseur und ziemlich low budget eigentlich, oder? Ich glaube, sie haben es damals sogar Micro-Budget genannt. Ich glaube, das ist sozusagen nochmal die Stufe unter Low, ja. Aber das war einfach auch ganz besonders, weil wir, Sie werden das sehen, es ist ein Ensemble-Film. Es waren, glaube ich, 20, 22 Schauspieler, die über einen Zeitraum von 2 Wochen quasi vor Ort, am Drehort in der Location verfügbar waren, um jederzeit in die Geschichte einzutauchen. Und er ist so ein toller Regisseur, dass sich eben sofort unglaubliche Schauspieler gefunden haben, die gesagt haben, sie möchten da unbedingt dabei sein. Also Charles Dance und Bill Patterson und Hayley Squires von ja. Ken Loach's von Clubs aus. Hallo, hörst du mich? Ja. Und Hayley Squires, sie ist bekannt von den Filmen von Ken Loach. Ja, alle waren super. Also wirklich ein tolles Potpourri an Schauspielern und eine tolle Geschichte über eine dysfunktionale Familie, die zusammenkommt, um ins neue Jahr zu feiern. Und und wir freuen uns sehr, dass Sie heute alle hier sind, weil der Film hat leider weniger Beachtung gefunden, als wir uns das damals gewünscht hätten. Ich glaube, er lief in London beim Londoner Filmfestival. Genau. Aber es ist so einer dieser Filme, auf die man selten stößt, aber die wirklich toll sind. Ja. Ja, erzählt uns ein bisschen vorweg, also weil wir haben für diesen Film kein Gespräch danach, sondern nur jetzt kurz vorher. Deswegen so ein ein Ensemble-Film mit so einem großen Cast. Und ich glaube, ich habe gelesen, 14 Drehtage auch nur. Mhm. Alles in diesem Herrenhaus, wo wir gleich uns hineinbegeben. Mhm. Das stelle ich mir sehr komplex vor, auch so gruppendynamisch. Was habt ihr da so für Erinnerungen? Wie hat Ben Wheatley das gemacht, dass er euch da alle so bei Laune gehalten hat, dass da so eine tolle Atmosphäre entstand? Do you want to start? Ben hat ein Talent, sowas zu machen, und er ist sehr geliebt in England bei Actors, wie sagt man das? Ja. Die Schauspieler lieben, mit ihm zu arbeiten. Ja. Er hat immer ein tolles Drehbuch, das ist auch manchmal geschrieben von seiner Frau, Amy Jump. Und er macht immer eine Mischung von Improvisation und diesem Drehbuch. Wir machen normalerweise einen Take von dem Drehbuch und dann den zweiten. Er sagt, zeig etwas oder do something. Und dann das dritte, er sagt, das habe ich geliebt von den Improv, und wir machen nochmal den Text, und das macht, es hat einen Befreiungseffekt bei den Schauspielern. Und tatsächlich ist es auch so, dass man, das ist so
weil ich auch ein bisschen in der Theaterwelt durch meinen Vater groß geworden bin und dieses ursprüngliche, dieses nicht so durchgetaktete und durchgeplante, dieses ja, überraschende und frische und spontane, was eine solche Arbeit birgt, das ist tatsächlich was, da sind, habe ich das Gefühl, da sind die Schauspieler dann eben genauso, wie Sam es gerade gesagt hat, einfach, das ist man wie elektrisiert, ja, also man weiß eben nicht genau und die Gruppendynamik, das habe ich zwischendurch auch gedacht, ja, es gab einen Ruheraum in diesem Herrenhaus, ja, und je nachdem, manchmal saß man da so 8 Stunden mit Unterbrechungen und manchmal aber auch nur 1,5, bevor dann, er hat mit 2 Kameramännern gedreht, bevor man dann irgendwie von hier auf gleich zu seinem Einsatz kam, aber ich glaube, durch dieses Glück, dass alle einfach so glücklich waren, mit dabei zu sein, hat das mit der Gruppendynamik eben auch super geklappt, ja. Wir haben alle unsere Kostüms mitgebracht und am Morgen, selber angezogen. Aus dem privaten Kleiderschrank. Ja. Genau. Der war auch Masken da. Und aber wir mussten trotzdem geschminkt kommen. Ich meine, sowas gibt es eben normalerweise bei der Arbeit nicht. Ne? Mhm. Da gibt es natürlich das Maskenmobil und dann gibt es so einen richtigen Start in den Tag. Und der war da halt so ein bisschen anders. So eine halbe Stunde vorher den Wecker stellen und selber Hand anlegen. Ja. Der Wunsch am Anfang war, dass er macht vielleicht 5 Filme oder ein Serien von diesem Charakter und Happy New Year Colin Burstead ist Coriolanus von Shakespeare irgendwie da und er wollte auch ein Hamlet und Macbeth, aber leider wir warten immer noch. Was verändert sich denn, wenn man diese Freiheiten hat? Du sagst es gerade auch schon, also oft steckt man ja in so einem festen Korsett drin, es ist alles klar, man hat eine Marke, da muss man hin und darf den Kopf nur so weit drehen, damit man genau richtig eingeleuchtet ist. Das ist hier schon sehr anders und sehr frei. Ja. Ist aber auch, stelle ich mir als Schauspieler, Schauspielerin eine große Verantwortung dann auch wiederum. Ne? Absolut, also ich weiß noch, wie wir noch in Berlin, bevor wir losgefahren sind, bekam Sam dann plötzlich, was man vielleicht auch noch kurz dazu sagen kann, ist, dass du 3 Filme insgesamt mit ihm gemacht hast. Einer heißt Rebecca, ja, und Free Fire habt ihr zusammen gemacht und einige der Schauspieler vor Ort haben schon mehrmals mit ihm zusammengearbeitet. Für mich war das alles ganz neu und dann hat Sam zu mir gesagt, du, ich habe gerade eine SMS bekommen von Ben, der muss die ganze Zeit irgendwie an eine Szene aus einem Kubrick-Film denken und der möchte, dass du was singst. Und dann, weil ich singe nicht so gerne und auch nicht so gut und bin sofort natürlich panisch geworden und habe gedacht, aber ja, aber was denn singen? Also der muss ja irgendwie, und das sollte ich dann aber selber finden. Und ich bin sehr stolz drauf, was ich da gefunden habe, weil gleichzeitig hatte er natürlich kein Geld, irgendwas auszusuchen, was man jetzt, also ich hätte jetzt nicht Marlene Dietrich singen können, weil das hätte Geld gekostet, ja. Und diese Art von Überraschung, die hat eben einfach, die erzeugt eine Lebendigkeit und eine Echtheit, die eben manchmal bei sehr konzipierten Geschichten droht verloren zu gehen. Ja. Und ich muss sagen, das ist meine liebste Art des Filmemachens. Also ich könnte gerne auch nur so Film machen, weil aufgrund dieser Lebendigkeit, die da entsteht, ja. Es ist auch eine, wenn du die Szene gerade schon ansprichst, eine der berührendsten Szenen, ohne jetzt groß zu spoilern, aber den Song, den du singst, ich glaube, das kann man sagen, ist die einzige Stelle im Film, die auf Deutsch passiert. Das heißt, es ist natürlich auch nochmal eine zusätzliche Komponente, die das Ganze hervorhebt und da können Sie sich in jedem Fall drauf freuen. Nachher im Gespräch reden wir vielleicht nochmal drüber. Aber sag mal, du wirst in dem Film, Sam, als der britische Star auch inszeniert, auch der Star dieser Familie so. Der Schwarze. Als Schaf, sagt man. Ganz genau. das stelle ich mir auch so vor. Das ist so eine Rolle, da kann man sich so richtig austoben erstmal, so wenn man da reingeht. Der Ben hat, ich spiele immer für Ben Wheatley etwas, ein Scoundrel, sagt man auf Englisch. Ein Lunken. Ja, ich weiß es nicht. I don't know what he sees there in me, but... Es ist immer ganz viel Spaß, sowas zu machen. Ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Angst am Anfang zu improvisieren. Und er hat mich an den ersten Abend etwas, weil er macht den Schnitt an dem Abend von dem Dreh. Darum weiß er, was er braucht und was er hat. Und,
und hat mich berührt und hat gesagt, ich nehme nichts, wo du schlecht bist. Ich nehme nur die guten Momente oder die Momente, wenn du doch manchmal hat ein wenn die Nervosität passt, gut für den Moment. Aber also ist es gegenseitiges Vertrauen auch, weil wenn man das ja so gibt, dann weiß man ja nicht, hat man jetzt an der Stelle überhaupt richtig agiert, dann hängt es auch viel vom Regisseur ab, ja. In dem Fall. Weil diese Tatsache, dass er eben nach Drehschluss, also das ist ein ganz normaler Hardcore sozusagen Drehtag von 12 Stunden, nach denen alle dann auch froh sind, wenn es dann vorbei ist, wenn man nach Hause kann und irgendwie versucht runterzukommen. Und da beginnt eigentlich bei ihm die Magie sozusagen. Ja, da ist er in so einem kleinen Trailer irgendwie mit 3 Computern und fängt an, das wie so eine Mathematik, ja, eigentlich zusammenzupacken. Irre, ja. Ich freue mich riesig, dass ihr diesen Film jetzt auch endlich nach Deutschland gebracht habt, nach 5 Jahren. Ja, vielen Dank. Also für uns ist das wirklich ganz besonders, wie gesagt, dass Sie sich, dass Sie hierher gekommen sind und dass noch ein paar Menschen mehr diesen Film sehen. Ja, und es geht um viele verschiedene Charaktere und jede Figur hat ihre eigene kleine Geschichte und auch ihre eigenen kleinen Probleme. Ja. Und es berührt immer, ist menschlich sehr schön. Ich weiß nicht, vielleicht so schwer auf Deutsch zu erklären, aber es war auch die Zeit vom Brexit in England und der Wahl, ich glaube, ist passiert. Und das hat so viele Probleme auch zwischen Familien gemacht, die manchmal die Eltern haben Brexit und die Kinder Remain und es hat ganz viele Probleme. Ich glaube, das war auch irgendwo da in der Luft und auch in der Mix von der Deutsche, der Sohn, der kommt wieder zurück von Europa und die Europäer, der watches this, you know, self-destructing English family, yeah. Which is like the island itself, yeah. In a way. Total, und es ist was Universelles, weil in den USA haben wir das mit Trump wahrscheinlich ganz genauso, ja. In den Familien und in Deutschland gibt es andere Probleme, ja. Wie wir wissen. Also das ist alles damit drin. Aber das bedingt jetzt noch eine letzte Frage wenigstens. Ja, das ist der 3. Film, wo ihr zusammengespielt habt, wenn ich richtig gezählt habe, oder? Ja. 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 Der vierte. Control. Suite Française. Achso, und Suite Française habe ich ganz vergessen. Ja. Okay. Ja. Wir waren nicht in den gleichen Scenes. Okay. Ja. Jedenfalls. Ja. Gehen wir mal von 4 aus. Ja. Das ist schon auch was Besonderes. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ihr verheiratet seid. Und dann gemeinsam zu spielen, das kann natürlich viele Chancen mit sich bringen, weil man sich so gut kennt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch nochmal was anderes als am normalen Set, wo man sich auf eben andere Darstellende einlässt. Absolut. Verratet, wie ihr das macht. Also das Schöne ist, wir haben uns ja bei einem wirklich wunderbaren Film, in dem Sam die Hauptrolle spielt und verzeih mir, aber also alle am Drehort waren, was war sein erster Film, Control, bei diesem Film haben wir uns kennengelernt, also das war die Ausgangssituation unserer vielen Jahre zusammen, das Spielen miteinander. Und dann natürlich, dann als wir ein Paar geworden sind, gab es immer den Wunsch, zusammen zu spielen. Aber natürlich auch so das durchaus realistische Fragezeichen zwischen uns beiden, ob das dann komisch wäre, ob das ablenkt, ob das irgendwie, aber Tatsache, also wir passen zwar sehr auf, was genau, also wir würden jetzt nicht immer nur und ständig und hier spielen wir ein Pärchen, aber Tatsache, zum Beispiel, wir haben einen Kinderfilm zusammen gemacht, der heißt Robby Tobby und das Flievertüt, da spielen wir Konkurrenten, das finden wir eigentlich besser, als so ein Pärchen zu spielen, aber es hat hier trotzdem ganz gut gepasst und wir lieben das halt, ja. Verrückterweise lieben wir das sehr. Ja. Und wonach wählt ihr aus, also beziehungsweise kommen solche Anfragen öfter? Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich erinnere mich gerade nicht an den Titel von diesem Film mit Angelina Jolie und Brad Pitt. The one they did on the Nee, der, den sie danach gedreht they hat, wo sie, glaube ich, auch Regie geführt hat. Da waren sie schon viele Jahre dann ein Pärchen und eben durch, natürlich sind natürlich auch richtige Superstars, ja, über die man viel liest und so. Das haben wir uns immer so angeguckt und dachten so, oh, das auf keinen Fall. Schwierig, ja. Also irgendwie ist es gar nicht so einfach, das zu benennen, aber irgendwie muss es passen. Es muss so sein.
dass wir davon ausgehen, dass der Zuschauer nicht zu sehr darüber nachdenkt oder eventuell von sowas abgelenkt ist, sondern wir trotzdem in diese Figuren abtauchen dürfen. Ja. Sam, also sag du noch was zu der Auswahl. Also bekommt ihr oft solche Stoffe, wo ihr gemeinsam angefragt werdet? Nicht so oft bekommen wir. Nee, wie Alexander gesagt hast, wir warten immer gerne auf etwas, das passt. Und vielleicht hoffentlich im Januar wieder. Ja. Sehr schön. Ja. Hier in diesem Film hat es in jedem Fall richtig gut gepasst. Sie werden das jetzt gleich sich anschauen können. In Happy New Year, Colin Burstett. Und bitte schon mal einen großen ersten Applaus. Alexandra Maria Lara und Sam Riley. Dankeschön. Vielen Dank. Bis nachher. Viel Spaß.